Gut, was haben wir gemacht? Wir haben viel gemacht. Wir haben hier diese Fragezeichen aufgedeckt als letztes. Wir haben unserer guten Freundin hier geholfen. Wir haben hier einen Schatz, der unter Wasser ist. Und hier sind Fragezeichen. Ich würde sagen, wir machen zum Aufwärmen mal diese zwei Fragezeichen da. Und dann gucken wir mal. Ansonsten haben wir einen Fähigkeitenpunkt. Ich glaube, Klingenfokus, Razorfokus. Und das nächste wäre dann Crippling Strikes. Das heißt. Nee, ich wollte es eigentlich leveln. Ja. Aber dafür brauche ich mehr Slots da unten. So. Wir haben heute mal den Garten umgegraben und Beete angelegt. War das eine scheiß Arbeit? Ja, das ist richtig. Es ist vor allen Dingen anstrengend. Was, hey? Ich wollte Radieschen und Salat aus dem Garten. Ich bin selbst schuld. Weißt du, das ist wie beim Kochen, glaube ich, Wölkchen. Wenn du, am Anfang ist es viel Arbeit, aber wenn du dann erstmal dein Werk selbst verkosten kannst, geht's dir gut. Schlecht anfangen und stark nachlassen ist auch ein Motto. Ja. Ist eine sehr schlechte Einstellung, aber ja, ist auch ein Motto. Gut. Schauen wir doch mal, was da los ist. Do a barrel roll. Whee. Moin, Nikaros. Bewachter Schatz. Von wem? Okay, das kriegen wir hin. Komm her. Du hast Sam in der Mitte durchgenibbelt hier. Perfekt. Nehmen wir alles mit. Maribora-Schwert. Aha. Das Einzelklicken funktioniert heute auch. Das ist schon mal gut. Und dieser Wal ist kaputt. Der stinkt irgendwann. Ihr macht jetzt Doppelklicken. Heute ist es weg. Heute ist es ein singulärer Klick. Das macht mich schon glücklich. Was ein Effekt wird das jetzt? Im Wasser. Ich habe keinen Bock ins Wasser zu rennen. Was ist das hier? He is the master of Roly-Poly. Sind doch nur vier Fragezeichen auf Skellige. Jetzt mal aber ernsthaft, Robbie. Würden mir vier Fragezeichen auf Skellige fehlen, die würde ich holen. Wären es nur noch vier, die würde ich holen. So bescheuert wäre ich dann. Die könnte ich nicht stehen lassen. Okay, was haben wir hier oben denn? Hase. Das ist ein Lager. Sieht nicht aus wie ein Lager. Warum leuchtet es? Doch, ein Piratenlager.
then dump him in a ditch. Get a grab and you go, fight! Not bad. Dead. Witchcraft. Oh, und weg mit dir. Guards? Hat er gerade Guard gesagt? Kopflose Sache. Wegen dir hat sich meine Maus mit Doppelklicken angesteckt und weiß nicht warum von meinem Lappy hat sich eine Schraube von alleine entschraubt. Du glaubst, das ist wegen dir? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Oh, Greifenstahl-Rüstung. Nett. Nett, 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 nett. Brot. Brot nehmen wir mit. Kannst du dir bei YouTube mal anschauen, Viva la Dirt League mit Roly Poly. Einfach lustig. Verarscht mit ihren Videos verschiedene Videospielgenre. Okay. Da sind ja noch mehr. Na komm her. Piss off, or you still got legs and bollocks. Ja, komm her. And he's dead. Notizen. Kein Schatz diesmal. Eine Strickleiter. Was will ich denn damit? Meisterlich gefertigtes Silberschwert. Aha. Nett. Das ist alles Krimskrams, den ich nicht brauche. Trinken und essen ist immer gut. Perfekt. Hm. Ist wieder unter Wasser. Ich will nie unter Wasser. Meh. So. Quests. Was haben wir denn da? Das ist alles abgeschlossen. Schema zur Verbesserung der Greifenschulenrüstung. Ich muss erstmal die Greifenschulenausrüstung finden. Bevor ich Schemata zum Verbessern brauche. Also, keine Ahnung. Ist Greifen. Greifen war mittelschwer, ne? Glaube ich. Okay. Maugrim. Ich glaube, Greifen war mittelschwer. Was nicht unbedingt das ist, was ich brauche. Dadurch, dass wir Crit-basiert arbeiten, brauche ich leichte Rüstung. Hm. Hase! Gerard muss auch essen. Habt ihr schon mal Hase gegessen? Ich, dadurch, dass ich selber früher einmal einen Hasen hatte und dann Kaninchen, irgendwie kann ich mich nicht ganz damit anfreunden, Hasen zu essen. Dachte, Gerard ist Veganer. Weiß ich nicht. Du meinst, weil Gerard immer Bestien jagt, mag der kein Fleisch essen? Hase nicht, Kaninchen ja. Schmeckt das anders? Weiß ich nicht. Also ich weiß es wirklich nicht, deswegen eine ernst gemeinte Frage. Schmeckt Hase und Kaninchen unterschiedlich? Ist ein Hase... Ist der ein bisschen zäher oder so? Keine Ahnung.
Mein Abteilungsleiter hat mal erzählt, dass es bei ihm, als er klein war, irgendwann das Kaninchen seiner Schwester zu essen gab. Das ist aber bei vielen Leuten mal gewesen, ne? Also gehört habe ich das schon von einigen. Hauptsache, ich habe da schon zwei X drin. Kehre in einer Woche zurück, um die versprochene Belohnung mit Zinsen abzuholen. Ist die Woche schon rum, ist die Frage. Gerald nahm den Auftrag an, den der Totengräber von Lindenthal am Anschlagbrief veröffentlicht hat. Offenbar war der Dorffriedhof voller Monster. Aha. Ja. Naja, Lindenthal waren wir ja schon. Also können wir auch da uns hinporten. Kommt auf die Zubereitung an. Kaninchen schmeckt mega lecker. Vor allem die Soße. Okay. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Keine Ahnung. Hase findet man eher bei Jagdleuten. Kaninchen sind üblich hier als Proteinquelle. Und sie sind sehr leicht zu halten in den Höfen und so. Ja, vor allem die Kaninchen. A. Vermehren die sich sehr schnell. Brauchen nicht ganz so viel zu essen. Und sie wachsen ja recht schnell ab. Also zum essbaren Stand, denke ich jetzt mal. Bei uns gibt es zu Weihnachten immer Kaninchen. Okay. Bei uns gibt es in den letzten Jahren zu Weihnachten immer Osambuku. Also geschmorte Beinscheibe. Rinderbeinscheibe. So, mein Freund. Hear about the job. Seems you got a problem. Some graves get dug up. If that were only it. Every now and then, a vile beast that come round the graveyard, devour what's fresh, then move on. Started again not long past. Thought to myself, just don't step out after dark and lock your door tight. And then a young'un went missing. From the graveyard? Nay, from the village. Little snotter wouldn't have come here of his own. And I'd heard something like a whimper in the night. Didn't bother to come out, see what was happening? Think me daft. If you've monsters, you need a witcher. Hat er recht? Hier bei mir im Norden findet man kaum Hase als Jagdwild, eher Reh oder ähnliches und vor allem Wildschwein. Eine richtige Pest an Wildschweinen, aber hier im Norden ist keine Jagdfleisch. Warum? Weißt du, woran das liegt, Icarus? Ich weiß, dass meine Oma mal Hase aufgetischt hat, da war ich 8 oder 9, als sie meinte, dass es Hase ist, habe ich nur geweint und nur Kartoffeln gegessen. Oh. Weihnachten, klassisch deutsch mit Wiener und Kartoffelsalat. Let's talk about my reward. Reward. I want the money, money, money. It's all about the money, money, money. Just the tiniest bit, dear. It's all about the money, money, money. It's fair, considering the job. I know a bit about these things. These things. See if I can learn what's out there. Okay. Die lustige Witwe. Allein der Name. Ich muss jetzt... Ernsthaft? Also allein vom Geräusch her ist das schon nicht gut. Snatched the kid from the village, though. Still, might be worth looking at those graves.
Das tun wir. Alraunenwurzel. Ich erinnere mich nicht davon, viel aufgehoben zu haben, deswegen nehmen wir es mit. So. In meiner Ecke war es üblich, Kaninchen im Ofen zu braten oder zu schmoren, anstelle von einem Huhn. Denn das Huhn gab Eier, die man verkaufen musste. Das ist die Kapelle mit dem Easter Egg. Dem Easter Egg. Also Punkt 1, was ist das hier? Der schläft. Der schläft auch. Kapelle mit dem Easter Egg? Was für ein Easter Egg? Oder muss ich alle Kerzen anmachen? Na komm. Oder geht das auch so? Ja. Geht auch so. Weil die Wälder der Kirche oder den Reichen gehörten und weil sie seit dem 15. Jahrhundert den galizischen Bauernkriegen oder Wild galt als was Reiches, im Gegensatz dazu im Rest Spaniens war Wild eher was für die Armen. Okay. Kerzen anmachen und nicht die Kapelle abfackeln. Ach ja, wo ist denn da der Unterschied? Oder muss ich sie ausmachen? Geht das so? Nö. Also, das scheint nichts zu bringen. Die Kerze da hinten kann ich nicht anmachen. Also, Wölkchen, wenn du ein Easter Egg an dieser Kapelle hast, dann kannst du mir gerne sagen, wie das aussieht, weil... Ja. Dug up. No tools used, though. Das was Rotes. Dug up with a hoe? Nope. Claw marks right there. Dug up. No tools used though. Mhm. Grave's been dug up recently. Smell of cadaverine's old though, overripe. Wonder where the stench will lead me. Was? Oh oh oh, am 18.04. will Warhorse ein neues Spiel ankündigen. Warhorse sind die von Kingdom Come Deliverance, oder?
Ein neues Spiel. Was hat hier das Kind in... Aha. Es führt mich zu diesem Haus. Whatever filth lives here sure chose an unusual place for its lair. Human skulls in a magic circle. Monsters clearly using them, drawing strength from the place of power. Human skulls in a magic circle. Ja, ich weiß, ich wollte das angucken. Monsters clearly using them, drawing strength from the place of power. Somebody's doing some cooking. This, it's a human femur. A child's. Ha! Creature can use tools. Means it's sapient. Or just plain clever. Gotta be a grave hag. Collected the skulls to draw the power through them. Confidence grew enough it started prowling the village. We need to take the skulls, force it to go back to the cemetery. I'll get it there. Okay. That ought to really piss it off. Now to lay low in the cemetery. It's likely to crawl out after dark. Also das ist ein Haus mitten auf einem normalen Weg. Und du willst mir sagen, dass das noch keiner gefunden hat? Okay. Ein neues Spiel von Warhorse. Aber ist es dann die Fortsetzung von Kingdom Come Deliverance oder machen die was anderes? Noch nebenher. Na, mein hässliches Vieh. Thief. Skulls he stole. My skulls. Oh, to dig up his own. There she is. Right on cue. Hey. And she's dead. Ja. Das war mit einer Engelstatue, welche einem folgt. Aber man musste vorher was machen. Keine, kein Plan mehr, was das war. Ach so, das ist ein Easter Egg auf Doctor Who. Das ist ein Doctor Who Easter Egg? Okay. Da, wenn wir davon reden, für mich sind die Engel aus Doctor Who, wenn nicht sogar das Angst und Furcht, also das furchteinflößendste böse Wesen aus jeglichem klassischen Film- und Fernsehformat. Mit Ausnahme natürlich von wirklich dafür dediziert dargestellten Horrorfiguren. Also ich will jetzt nicht die Nonne aus The Nun oder weiß ich nicht, irgendwas. Die Engel aus Doctor Who sind einfach nur grausige Tiere, grausige Dinge.
Muss man vielleicht hier drin warten? Zu Beginn des Videos sieht man Geralt auf dem Weg zu einer Kirche mit zwei Statuen auf beiden Seiten der Tür. Nach dem Betreten und Verlassen der Kirche stehen die Statuen plötzlich an einer anderen Stelle. Sie haben nicht nur ihren ursprünglichen Platz verlassen, sondern stehen auch Geralt bedrohlich gegenüber. Das ist eine direkte Anspielung auf die Weeping Angels in Doctor Who. Das sind die Engel draußen. Aber hier draußen sind keine Engel. Ist das eine andere vielleicht? Weil das hier sind, die liegen rum. Das sind keine Engel. Oder es kommt erst nach einer anderen Quest. Ja, vielleicht ist es auch eine andere Kirche, die noch irgendwo steht. Vielleicht ist es auch eine andere Kirche. Adan Daith. Daith. Okidoki. Dass der mir immer auch die Trophäe dann direkt da dran macht. Bonuserfahrung bei Humanoiden. Zack. Belohnung vom Totengräber. Ich bin eher der Dalek-Typ, ich brauche wahres Böse. Ja, aber bei den Daleks finde ich es halt so ein bisschen... Ich finde die Daleks so ineffizient. Weil wenn du ehrlich bist, sind das sehr clunky, langsam bewegende, komische R2-D2s. Hear about the job. And? It's taken care of. It was a grave hack that dug up the graves and snatched the child. Aye. So, how is the little tyke? Super. Found him in the grave hag's lair. In her cauldron, to be precise. Want me to go on? Might not even said that much. What about my reward? Oh, I've not forgotten, nay. Here you go. Thanks much for your help. Take care. So schön ineffizient, überschwingend, böse. Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Da, und vor allen Dingen hat ja der Doktor die Daleks selber für sich als Gegner entwickelt fast. Findet Tamara die Tochter des Barons in Ochsenfurt. Das, glaube ich, machen wir mal als nächstes. Wir haben schon eine ganze Menge jetzt an Quests drumherum gemacht. In Ochsenfurt waren wir auch noch gar nicht. Warum eigentlich? Weil wir nicht reinkamen? Vielleicht, weil wir nicht reinkommen. Ach ja, schon mitbekommen. 18. diesen Monats gibt es ein neues Spiel-Announcement von den Kingdom Kameraden. Ja, das hat der gute Cyrados eben gerade gesagt. Ich bin gespannt, aber da habe ich die Frage gestellt. Ich glaube, die hat keiner beantwortet. Entwickelt Warhorse gerade noch was anderes? Also entwickelt die noch was anderes außer Kingdom Come Deliverance 2? Und ich hoffe nur, dass... ich hoffe tatsächlich nur, dass das Spiel... Wenn egal wann es rauskommt, was auch immer sie ankündigen, dass es performanter ist als Kingdom Come Deliverance am Anfang. Mhm. Das war ja ein Bugfest par excellence. Guten Tag. Ah! Bollocks. Crawl back under your rock.
Brauche ich von euch auch einen Passierschein? Brauche ich den Passierschein A38? Long live, etc., etc. Wir sind verdammt. Echt? Nein. Habe ich einen Pass für die schon? Ich hab schon Leute für viel weniger einfach in die Fresse gehauen. Hä? Was willst du? Long live Radovid! Ja, long live Radovid. Guten Tag. Ich glaube, wir gehen diese Kurve hier rum einmal, oder? Gehen wir links rum? Wir gehen erstmal links rum. Das ist schon ein süßes kleines Örtchen. Muss man ja sagen. Da ist ein Barbier. Oder Schneider. Ich weiß nicht, was das jetzt genau ist. Honor in the Fatherland. Ja. Ist hier nicht das Ende von der Triss Merigold Mission, dass die am Ende wegfährt? Bin ich hier richtig? Tag. Sehr viele Kräuter sind irgendwie unter uns. Another day gone to shit. Another day gone to shit. Auch eine interessante Aussage. So, wir gucken mal. Achtung, es wurde ein Troll östlich von Ochsenfurt auf Befehl unseres höchst edelmütigen Herrschers König Radovid dem V. Er ist jeder fahrende Monsterschlechter, der diese Nachricht liest, gehalten und verpflichtet, alle anstehenden Aufträge auszusetzen und sich unverzüglich der Jagd auf das hier erwähnte Monster zu widmen. Bestimmt. Wer Arbeit sucht und keine Furcht kennt, der lese diese Nachricht, denn sie wird von ihm von Interesse sein. Hans von Sidaris. Ja? Die Person, die Stadtmauer mit der Inschrift König Radi wird sterben, wie sein Fadi verstanden hat. Achtung, Landsleute. Falls nicht auf die Phrase und falschen Prophezeiungen eines sogenannten Wahrsagers in Benkelheim hin, wird Benkelheim herein. Ja, gut. Alle Gewinnmeister, das wird nicht passieren. Dahin. Fasty, eh? One drink all I had. Der Betrunken von Ochsen. The corpse yesterday. Drained to the last drop. Not an ounce of blood left. Skin and bones. Aha. Last. Streets aren't safe no more. Ah, you got nothing to fear. Haven't you heard? The beast only attacks rich blokes. Won't even glance at you. What's this drivel? Ein Vampir. Stay out of my way. A vampire. You'll choke to death on 3 pounds of steel. Noch 800 Punkte bis zum VIP. Defeatism and desertion. Zum wieder zum VIP meinst du? Hast du eigentlich, nutzt du ein Add-on im Browser, dass du regelmäßig die Punkte claimst?
Hallo? Ich bin der Geralt. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich einfach so in den Keller rumrenne. Okay. Okay. Wessen Haus ist das? Das. Oh shit. Oh shit. Okay. Scheint kein Problem zu sein hier. Alles gut. Nein, ich mach das per Hand. Du machst es dir mit der Hand, okay. Alles klar, Cyrodus, danke. Danke für diese Information. Neulich wollte ich Fahrrad fahren, das erste Mal seit ca. 5 Monaten. Ich trete in die Pedale und was ist? Die Kette. Die Kette reißt. Oh shit, oh Gott. Das hätte jetzt auch deutlich in die Hose gehen können. Okay. Okay. Oh, verbesserte Katzenhose. Nicht, dass ich die Mission für die Katzenhexenausrüstung hätte, aber egal. Okay. Ich habe heute gelernt, wie man die Reifen vom Auto aufpumpt und wie man die Bar kontrolliert. Also die Bar kontrollierst du, indem du dich hinsetzt und was bestellst. Damit kontrollierst du die Bar. Aber Katzen tragen doch keine Hosen. Das ist richtig. Katzen tragen nur Stiefel. Ne? Puss with boots. Eretus hat gesagt, ist er saufen? Immer. Zu Vino sage ich Nino, ne? Der schlechteste Satz der Welt. Ich meinte den Reifendruck. Ich weiß doch, Wölkchen. Aber das wäre nicht lustig. Aber das ist gut, dass du es gelernt hast. Hast du heute erst Reifen gewechselt? Das ist der Denker. Gut, da darf ich eh nicht rein. Start off before I lose me patience. I lose me patience. Okay, da darf ich auch nicht rein. I'm watching you. Brennt Bücher. Wir müssen hier später, glaube ich, hingehen. Ich trinke Uso, was trinkst du so? Genauso gut, ja. Aber Uso kann ich generell nicht viel von trinken.
Der relativ starke Anis-Geschmack, der dreht sich bei mir im Kopf irgendwann rum. Just you wait. The witch hunters will see to you. The knight from the fairy tales. Did he have a white hair or a white horse? Okay, das ist jetzt wieder ein Ding. Haben wir denn ansonsten keine? Wir haben hier ein Barbier, ein Tavernenwirt, Schleifstein und Tisch des Rüstungsschmiedes. Ist hier nichts. Kann ich mir gar nicht vorstellen. The mark of a dangerous guild you wear. Was? Mann von Hurensohn. Flat the fuck off. War das irgendein Böser hier? Okay, ich glaube, das war irgendein Gangster-Lord hier. Ich bin voll stolz auf mich. Oma stand da am Fenster, mault meinen Vater an. Das ist Männerarbeit. Mein Vater so, und wer macht das bei ihr, wenn ich sterbe? Oma ganz trocken. Sterben? Kannst du dir erstens nicht leisten und zweitens machst du mir vorher noch ein Dachfenster rein. Dann darfst du sterben, aber nicht vorher. Ich glaube, deine Oma ist eine ziemlich geile Frau. Trocken abgebrüht. Waffenschmied. Ah, a customer. A customer. Schenk mir deine Waren. Show me what you got. Show me what you got. Reparieren. Gut. Handwerk. Barren, Plunder, Silberschwert. Anferthel. Meteoriten, Silber. Das habe ich nicht. Hauptsache, ich habe einen Level 26. Level 37. What the fuck? Ja. Nein. Schwert der Scriatelle. Kann ich machen. Kann ich aber nicht nutzen. Stufe 27. Ja, Greifenstahl war Zeichen. Vipern hatte Chance auf Vergiften. Katze hatte, glaube ich, Crit. Ich weiß es aber nicht mehr. Das ist verdammt teuer. Und dann machen wir zerlegen die beiden. Wir handeln. Kavalierhose behalten wir mal. Gut. Unser Inventar ist auch deutlich leichter geworden. Genau. Reparieren, Verbesserung entfernen, zerlegen, handeln. Ja, eigentlich kaufen will ich von dem gar nichts. Ganz viel teurer, komischer Scherbenschwert. Ja. Torlun, meltet. Langschwert von Skellige. Chimärisches Stahlschwert. Okidoki. Farewell. Oh! Gut. Damit gehen wir.